Die USA sind gespalten wie nie. Wie sehr die Fronten verhärtet sind, spüren auch die Kirchen im Land. Pastor Mike Weaver aus St. Luke im Bundesstaat Ohio ringt um den Zusammenhalt seiner Gemeinde. Durch eine Online-Umfrage weiß er, dass ein Teil seiner Gemeinde stark die Republikaner unterstützt und ein anderer Teil die Demokraten. Die Verständigung untereinander ist schwierig. Die eigene politische Einstellung hält Weaver daher lieber unter der Decke. Ja, ich würde niemals in einem Gottesdienst sagen, ich unterstütze den einen oder den anderen Kandidaten. Niemals. Denn das würde bedeuten, die Gemeinde zu spalten. Damit bin ich in einer gewissen Weise derjenige, der sagt, das ist der richtige Weg, hier geht's lang. Also das mache ich nicht. Ohio ist ein sogenannter Swing State, also ein Bundesstaat, in dem mal die Republikaner und mal die Demokraten gewinnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten steht hier also noch nicht fest, wer das Rennen um die Präsidentschaft gewinnen wird. Der Wahlkampf dürfte hier besonders hart geführt werden und die Gräben vertiefen. Gerade konservative Strömungen in der Kirche versuchen von dieser Stimmung zu profitieren, erklärt Weaver. Ja, um die Kirche in den USA lebendig und relevant zu halten, wird sie oft mit politischen Entscheidungen verknüpft und das ist ein sehr gefährlicher Weg. Die Weltgeschichte ist gefüllt mit Beispielen, wie Kirche und Politik vermischt wurden und das war nie eine gute Idee. Trotzdem gibt es diese Idee in Amerika, dass wir eine sogenannte christliche Nation seien und um diese christliche Nation zu erhalten, müssen wir sie mit Politik verbinden. Das ist gefährlich. We need to mix politics with it. And I think that's a dangerous place to go. Für Mike Weaver ist die Spaltung in den USA an sich nicht das Problem. Vielmehr sei es der Umgang damit. Ja, wir hatten politische Spaltung bis hin zum Bürgerkrieg. Das waren tiefe Spaltungen über die Sklaverei und die Staatenrechtsfrage, die zum Bürgerkrieg geführt haben. Wir wollen das nicht wiedererleben und ich glaube auch nicht, dass wir das werden. Das ist also nicht neu für die USA, historisch betrachtet. Neu ist für uns aber, wie wir heute damit umgehen. Ich denke, die Kirche sollte hier eine Rolle spielen, Menschen wieder zusammenzubringen. To help bring people together in that way.